Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Willkommen zu unserem Wirtschaftsmagazin Geld und Co. Wissen Sie, wie Sie Ihr Geld aus der Pensionskasse haben wollen? Wollen Sie den ganzen Betrag aufs Mal nehmen oder wollen Sie die Pension jeden Monat als Rente? Die schwierige Entscheidung trifft man einmal im Leben und kann sie dann noch nicht mehr ändern. Wir reden in der Sendung über den Unterschied und die Vor- und Nachteile. Im Wirtschaftsbeitrag schauen wir auf die Fasnacht. Wir sind im Atelier Larvenmacherei in Basel. Aber zuerst zum Thema Kapital und Rente. Bei uns ist Alexandra Müller. Sie ist Leiterin Vermögensplanung bei der Basler Kantonalbank. Alexandra Müller, vor der Pensionierung muss man sich für die Rente oder für die Auszahlung vom Kapital entscheiden. Welche Faktoren stehen bei dieser Entscheidung im Zentrum? Also ein entscheidender Faktor sind die Steuern. Wie gross wird meine Steuerbelastung sein nach Pensionierung, abhängig von der Bezugsform? Der zweite Faktor ist die finanzielle Situation. Was muss ich machen, damit mir das Geld bis ans Lebensende reicht? Und der dritte Faktor ist die familiäre Komponente. Also wie kann ich meine Liebsten am besten absichern? Schauen wir uns die Faktoren gerade auf der Grafik an und schauen natürlich, was die Vor- und Nachteile sind. Genau, wir haben hier als ersten Faktor die Steuern. Beim Rentenbezug ist es so, dass die Rente voll im Einkommen steuerbar ist. Im Kapitalbezug zahle ich eine einmalige Kapitalleistungssteuer und nachher geht das Geld ins Vermögen. Denn die Sicherheit, das ist der ultimative Vorteil des Rentenbezugs. Ich habe ein lebenslanges Einkommen. Beim Kapitalbezug ist es abhängig von der Anlagestrategie. Die Einkommenshöhe beim Rentenbezug ist abhängig vom Umwandlungssatz, den mir die Pensionskasse gewährt. Und beim Kapitalbezug ist es wieder abhängig von der Anlagestrategie. Dann Flexibilität. Beim Rentenbezug bin ich nicht so flexibel. Ich habe einfach die Rente pro Monat fix. Und beim Kapitalbezug kann ich mir selber einteilen. Ich bin also flexibler. Dann haben wir den Aspekt der Hinterbliebenen. Im Rentenbezug hat mein Partner, wenn ich verstirbe, einfach 60% nachher von meiner vorangehenden Rente. Und im Kapitalbezug kann ich alles gemäss Nachlassregelung weitergeben, die ich rausgenommen habe. Und wenn familiär gesehen im Rentenbezug ein grosser Altersunterschied besteht, dann spricht das eben eher für einen Rentenbezug. Und im Kapitalbezug, das spricht eher dafür, wenn ich eben keine anspruchsberechtigte Person habe. Wenn ich gesund bin, ist das eher ein Thema für die Rente. Wenn ich gesundheitliche Vorbehalte habe, vielleicht für einen Kapitalbezug. Jetzt haben wir hier auf der Grafik ganz klar gesehen, dass der Faktor Steuern für die Kapitalform spricht. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist so. Zumindest langfristig gesehen. Wir haben hier wieder eine Grafik mitgenommen, wo man das sehr gut sieht. Wenn wir sehen, das ist ein Herr, der hat 500.000 in der Pensionskasse und ist 65. Jetzt bezieht er die Rente. Das heisst, er hat 25.000 Franken mit einem Umwandlungssatz von 5%. Pro Jahr er zahlt Steuern von 6.750 Franken, also Einkommensteuern. Wenn er Kapital bezieht, also die 500.000 rausnimmt, dann zahlt er einmalig 47.300 Franken Steuern. Jetzt sieht es im ersten Blick so aus, dass der Rentenbezug günstiger ist als der Kapitalbezug. Wenn ich aber jetzt 10 Jahre in die Zukunft projiziere und 10-mal die Steuern zahle, wie im Rentenbezug hier anzeigt, dann bin ich bei 67.000 Franken und bin dann eben plötzlich wieder teurer als im Kapitalbezug. Darum langfristig ist der Kapitalbezug spannend. Wie sieht die Situation aus, wenn man eine Familie hat oder in einer Partnerschaft lebt? Dann ist das Thema Absicherung einfach so wichtig. Also auch hier haben wir wieder ein Beispiel mitgebracht, das uns hilft, das zu verstehen. Das ist der gleiche Herr, der ist jetzt verheiratet, hat die jährliche Rente, die wir vorher gesehen haben, von 25.000 Franken. Jetzt stirbt er. Das heisst, seine Frau hat einfach noch 60%, also 15.000 Franken. Und das ist sehr einschneidend, das sind 40% weniger. Und beim Kapitalbezug, und das ist der Vorteil, wenn es um Hinterbliebene oder Familie geht, kann ich die 500.000 Franken bzw. die 450.000 Franken einfach weitergeben in der Familie, gemäss Nachlass. Das ist wirklich ein grosser Unterschied. Das ist, ja, das ist ein Unterschied. Wie ist die Situation, wenn man alleinstehend ist, also nicht in einer Partnerschaft lebt? Dann muss ich niemand absichern. Dort ist einfach wichtig, wenn ich dann das Kapital beziehe, dass ich ein Testament schreibe und schreibe, wer das Geld bekommen soll, wenn ich jetzt vorzeitig versterben würde. Und was ist jetzt, Frau Müller, wenn man sich nicht entscheiden kann, weder für die Rente noch für das Kapital und sozusagen den Batzen und das Weckli will? Dann kann man das dann auch eine Lösung? Dann kann man das tatsächlich haben. Also es gibt eine Mischform. Ich kann 50% als Rente beziehen zum Beispiel und 50% mehr als Kapitalbezug auszahlen. Ich muss einfach das Pensionskassenreglement anschauen, weil die Pensionskassen da unterschiedlich unterwegs sind.
Und wenn man jetzt das ganze Geld aus der Pensionskasse nimmt, was macht man mit diesem Batzen, mit diesem hohen Betrag? Investieren. Also das heisst, man muss eine Anlagestrategie definieren, wo man langfristig dann so das Geld organisiert, am besten ähnlich wie es die Pensionskasse vorher gemacht hat, und Unterstützung von einem Profi holen. Und unter dem Strich, was empfehlen Sie? Rente, Kapitalbezug oder dann die Mischform? Es gibt keine Pauschallösung. Was ich empfehlen kann, ist, sich frühzeitig mit dieser Thematik auseinandersetzen, ein Budget zu machen, einen Finanzplan zu machen und einfach nichts dem Zufall überlassen, weil man es eben nicht rückgängig machen kann. Also gut, danke schön vielmals, Alexandra Müller. Er ist zwar kein aktiver Fasnächtler, ist aber eine besonders wichtige Person rund um die Fasnacht. Der Larvenmacher Daniel Ebner. Er und sein Team produzieren im Atelier Larvenmacherei in Basel pro Jahr 1000 bis 1200 Larven. Die meisten sind Süschelarven von Stamm- und Wagenglicken, Gucken, Schnitzelbänke und Einzelmasken. Jetzt, so kurz vor der Fasnacht, ist der Druck gross. Alle Larven müssen am Samstag vor dem Morgenstreich fertig sein. In diesem Hinterhof von der Hagenheimer Strasse fasnächteln sie das ganze Jahr, aber vor allem jetzt so richtig. Zeit bleibt nicht mehr viel. Gelenkt hat es noch immer, um rechtzeitig mit allem fertig zu werden. Seit über 40 Jahren ist der Daniel Ebner Larvenmacher aus Leidenschaft. Er sagt, Larvenmacher kannst du nicht lernen, Larvenmacher ist man. Ja, wie zum Tisch ist es denn? Also vielleicht irgendwie ein bisschen in dem Stil. Es gibt wirklich keine Ausbildung für das. Es gibt immer wieder mal Anfragen, als irgendjemand Interesse hat. Aber ja, kannst du nicht lernen. Also das geht wirklich nicht. Der Daniel Ebner führt seine Einzelfirma mit seiner Frau zusammen und mit einem Team von 10 festen und freien Mitarbeitenden. Der Antrieb für den Job sind vor allem die Freude, die die Arbeit bereitet. Man kann leben davon, reich wirst du nicht. Aber du machst das auch nicht zum Reichwerden, sondern es ist eine wahnsinnig tolle Arbeit und es ist eine schöne Berufung. Es gibt etwas Schönes zurück, auf jeden Fall. Die Berufung hat etwas Meditatives und es braucht eine künstlerische Veranlagung. Obwohl es in Basel ein paar Larvenatelier gibt, haben alle genug Arbeit. Wir haben unsere Kundschaft, wo wir schon seit Jahren haben eigentlich, und die kennen wir auch schon seit Jahren und die sind sehr treu, unglaublich treu. Und kommen auch immer wieder, das ist irrsinnig. Und ich denke, bei den anderen sieht es ähnlich aus. Die Saison fährt für Larvenmacher im September an. Nach der Fasnacht wird zuerst die Administration nachgeführt und alle Rechnungen verschickt. Jetzt, in der intensiven Zeit gegen die Fasnacht zu, wird bis zu 100 Stunden pro Woche geschafft. Es gibt Einzelanfertigungen, aber auch Grossproduktionen für ganze Glicken und Gucken. Was dort bei den Glicken oft noch ist, dass es auch interessante Arbeit ist, das ist natürlich auch noch toll, weil das ist ja süßbezogen. Je nach Glickenkünstler, Künstlerin mit neuen Ideen, irgendwie, wie könnte man sie mal anders darstellen? Könnte man da nicht einmal Material verwenden anders? Und das ist extrem spannend. Das ist das Tolle an der Glickenarbeit eigentlich. Bleibt noch die Frage, wie ein Larvenmacher denn selber die drei schönsten Tage verbringt, wenn er nicht aktiv unter einer Larve steckt. Wir haben manchmal noch Ideen, vor allem Dienstag. Wenn das noch reicht, machen wir noch etwas. Und sonst gehen wir einfach schauen. Also das ist dann ein Riesengenuss. Also kannst du einfach schauen, was jetzt da, wie das aussieht. Auch was wir gemacht haben natürlich, aber auch alles andere. Und geniessen. Fasnacht ist dann natürlich einfach noch 3 Tage geniessen. Die neue Ausgabe von Geld und Co. sehen Sie am nächsten Mittwoch. Dann schauen wir uns an, ob sich ein Kapitalbezug zur Amortisation der Hypothek lohnt. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank.